Das muss ich ja noch abschnellen. Alles klar, da kriege ich ein gutes Handy. Kurze Aufnahmepause. Guten Morgen allerseits und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Disaster. Ich bin hier gerade unterwegs zum Enchantment Table, damit ich meine... Ich habe meine Diarüstung vergessen. Ich bin... So dumm. Ich habe gerade hier die Folge vorbereitet, ich habe ein Bücherregal gecraftet, ich habe mich hier auf den Weg gemacht, damit ich während ich zur Enchantment Table laufe, währenddessen die Folge anfangen kann. Und was mache ich? Ich vergesse natürlich meine Diarüstung, die ich enchanten will. Ich bin so der Pro. Das muss man einfach sagen. Ich bin echt der Boss. So, da ist meine Diarüstung. Lapislazio hätte ich auch vergessen, ne? So, jetzt aber. Da ist die Rüstung. Da ist Lapislazio. Ich habe Level gefarmt. Ich war im Nether. Und habe ein bisschen offline gespielt, auch im Stream gestern. Ich habe irgendwie einen Late-Night-Stream gemacht. Ich habe irgendwie 8 Stunden gestreamt oder so. Ab 8 Uhr bis 3 Uhr nachts. Also. Nee, ab 7 bis 3 Uhr nachts sogar. Ich habe 7:30 angefangen und um 3 habe ich aufgehört, also 7,5 Stunden. Ja, GG auf jeden Fall, ne? Hätte ich direkt 24 Stunden Stream oder so machen können, ne? Aber das kommt auch noch, bei 10.000 Followern, habe ich ja gesagt. Und bis dahin brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so lange, 1.500 Follower noch. So, zack, kommt hin und wir können sogar jetzt auf Level 30 enchanten. Okay, wir hätten da einmal Unbreaking nochmal, Fire Protection 3. Okay, was würden wir auf Schwert bekommen? Unbreaking 3. Also richtig gute Verzauberung, wie ihr seht. Ich glaube sogar Fire Protection würde sich am besten lohnen. Unbreaking 3, Fire Protection. Okay, gucken wir jetzt mal kurz. Aqua Affinity will ich jetzt nicht unbedingt. Protection 4, sehr gut. Unbreaking 3, Protection 4, saugut. Okay, was kriegen wir hier? Protection 3 nochmal. Sehr gut. Zack. Also einmal Fire Protection 3, einmal Protection 3, einmal Protection 4 und einmal Protection 3 nochmal. Und noch bis, ich glaube, überall sogar noch Unbreaking drauf. Moment, Protection Unbreaking, Unbreaking Protection, Protection Unbreaking, Unbreaking. Ich habe überall Unbreaking drauf, das ist sehr gut. So, ich schmeiß mal meine alte Rüstung hier hin. Die brauche ich ja nicht mehr. Ja, GG, da haben wir wohl verzaubert. Wollte ich eigentlich letzte Folge machen, aber da ist halt eine kleine Panne passiert mit dem Mini-Zombie. Ich glaube, ihr habt alle das mitgekriegt und dazu muss ich jetzt, glaube ich, gar nichts weiter sagen. Hehe. So, sehr gut. Mein Spitzhacke ist übrigens auch auf FC4 enchanted, habe ich noch gestern im Stream gemacht. Da, mit dem Spitzhacke enchanten, damit wollte ich nicht. Okay, GG, Water MG verkackt. Mit der Spitzhacke wollte ich nicht bis heute warten, weil ich bin ja gestern nochmal farmen gegangen und dann wollte ich die auch noch schnell enchanten. Ich habe gestern nochmal, ich glaube, 20 Diamanten gefunden. Kann man eben ganz nochmal nachgucken. Genau, 20 Stück, weil ich hatte noch 3 Diamanten übrig. Daraus habe ich noch die letzte Spitzhacke hier gecraftet. Dann bin ich mit 0 Diamanten farmen gegangen und jetzt habe ich 20, also habe ich 20 Diamanten gefarmt. Ich brauche mal unbedingt eine Forge und 3 Spitzhacke oder so. Das wäre auch nochmal sehr cool. Und ich würde sogar sagen, ich habe nicht genug Level. Hätte ich noch ein Level, würde ich sogar versuchen, ein Schwert zu enchanten. Aber das werden wir auch noch machen. Sharpness 4 mindestens drin. Und ein Bogen wäre auch sogar. Bogen ist auch gut in der 1.9, ne? Ich glaube, ich. Der Bogen ist halb kaputt. Dann crafte ich mir mal einfach einen Bogen. Gar nicht so eine dumme Idee, Daniel. Gar nicht so eine dumme Idee. Zack. Sehr cool. Wo sind meine Pfeile? Da sind 29. Da sind noch Federn. Da sind noch Flint. Kann ich sogar welche nachcraften. Schnell. Mach ich auch eben mal ganz kurz. Und da ist mir das Flint ausgegangen. Aber gar nicht so schlimm. Ein Stack für 20 Pfeile. Reichen auf jeden Fall. Fürs erste Mal. Inventar sortieren war noch nie so meine Stärke, ne? Mach mal so. Bam, bam. Okay, wir sind bei 4 Minuten 30. Dann ernte ich noch schnell meine Kartoffelfarm. Und wir könnten dann heute sogar schon anfangen mit den Wegen. Hier zum Marktplatz und dies, das Ananas, ne?
Dann kann ich schon mal ein bisschen was erzählen, was ich für mir für Gedanken gemacht habe. Was ich als nächstes baue. Denn ich habe wieder neue Pläne. Also in den nächsten Folgen werde ich wahrscheinlich, glaube ich, mit der U-Bahn anfangen. Zack. Also da ist noch nicht gewachsen. Ist das schon gewachsen? Ja, ist. Sehr gut. Das wahrscheinlich auch, ja. Ich möchte auf jeden Fall in den nächsten Folgen dann mit der U-Bahn anfangen. Heute noch nicht, erst in den nächsten Folgen. Das ist dann das neue große Projekt, sag ich mal, für YouTube. Folgen. Da ist die Kohle. Sehr cool. Voilà. Dahin. Sehr gut. So, ich brauche noch kurz eine Schaufel. Ich warte mal, ich brauche noch Kohle. Und Cobblestone. Ich möchte nämlich Cleanstone haben. Zack. Zack. Und hier brennen gerade Kartoffeln. Brauchen wir kurz zwei weitere Öfen. Bam. Tue ich einfach mal hier hin. Zack, und hier dann auch nochmal eins. So, die Fackel verschiebe ich mal ganz kurz. Einfach hier hin und hier hin. Vielleicht auch hier hin eins. Sehr gut. Werde ich nicht schlecht den Hotkey, ne? Also mit so 6, 7, da komme ich schon durcheinander. 7 habe ich auf R, das ist mein Glück. Aber so 5, 6 komme ich schon ein bisschen durcheinander, wenn ich Hotkey. Kann schon mal. Achso, ja, daraus kann ich gar keine Treppen machen, das stimmt. Erstmal muss ich das so machen. Lol, die öffnen einen neuen Sound. Moment mal, Musik. Hört sich gar nicht so schlecht, dann nur ein bisschen crazy halt. Keine Ahnung, ein bisschen ungewöhnlich. Ist es von 6 drin oder 1.9 drin? Ich glaube von 6. Ich möchte hier die Wege mal schön machen, damit man hier auch leichter hin und her laufen kann. Und dafür brauche ich mal ganz ein bisschen Erde, damit ich auch ein bisschen terraformen kann. Bam, nehme ich kurz 3 Stacks mit. Und noch ein bisschen aus den gebratenen Steinen. Da ist es. Sehr gut. Zack. Okay, ich habe noch Zeit. Ich glaube, hier bei meinem Grundstück werde ich es einfach später machen. Weil ich da noch einfach nicht genau weiß, wie ich das bauen möchte. Deswegen es lieber mal ein bisschen lasse. So, aber erstmal muss hier ein bisschen Erde weg. Das auch. So vielleicht. Ich glaube, das muss hier noch ab, schnell. Alles klar, da klingt ein gutes Handy. Kurz auf einer Pause. So, da bin ich wieder. Ich weiß, sehr professionell. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja gut. Und es wurde hier schon wieder dunkel, ey. Muss ich gleich pennen gehen hier. Ich bin sowas von professionell. Ich werde es rausschneiden, aber... Das ist aber so geil. Ich nehme einfach auf mit der Aufnahme. Trinke einfach das Handy. Das Telefon sogar. Weißt du, es ruft niemand... Niemals. Niemals ruft jemand an, ne? Ist ja nicht so, dass ich Freunde hätte. Und dann einmal, während ich aufnehme, dann kommen die Anrufe, ne? Man weiß aber genau dann. So Pech kann ich nur haben. So, aber es soll jetzt gar nicht darum gehen. Zack, ich fülle mal hier ganz kurz mit Erde auf. Damit es nicht so doof dann aussieht. Ich
Ich gehe mal kurz pennen, weil ihr wisst ja, mit Mobs habe ich das nicht so wirklich. Das könnte ein bisschen gefährlich werden, wenn ich hier nicht pennen gehe gleich. Und hier brauche ich noch die ganzen Meilensteine, damit es besser aussieht. Wie viele Minuten waren das jetzt, die ich ausschneiden muss? Wahrscheinlich so eine Minute oder so. Okay, also ich mache die Folge einfach eine Minute lang länger. Ich mache die Folgen sowieso nie genau auf eine bestimmte Länge. Ich mache die zwischen 15 und 20 Minuten. Ja, zwischen 10 und 20 Minuten, weil manchmal sind die Folgen noch kürzer, aber... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, geh ich mal kurz schlafen. Übrigens, New Frozen ist der Janosch, nur so nebenbei. Damit ihr wisst, das ist ein Ingame-Name. Er war vorher nicht auf dem Server. Nein, Enderman nicht angucken. Aber aus den Öfen kann ich noch die Steine schnell mitnehmen. Der hat einfach einen Erdblock von mir geklaut. Richtiger Snitch, ey. Richtiger Zigeuner, ey. So. Ein bisschen nehme ich daraus mit. Ein bisschen Treppen mache ich auch noch. Ja. Ich glaube, so wird es passen. Oh Gott, Alter. Ich muss es unbedingt mit dem Cobblestone da schöner machen. Ist einfach sau hässlich, aber. Das mache ich noch später dann. Zack. Schon mal viel besser hier, oder? Also ich finde es viel schöner. Dann machen wir hier noch die Steine hin. Und dann ab hier wieder die Treppen. Bisschen wieder ein bisschen terraformen. Weil sonst hässlich und so. Vielleicht so. Kann ich hier wieder ein paar Dingssteine setzen. Ich glaube, so ist es ganz hübsch. Habe ich heute auch was schön für die Stadt getan. Hier bei uns sieht alles ganz hübsch aus. Ja, ich glaube, das kann man sogar so... Ich kann nicht reden, ey. Das kann man sogar so... Okay, nochmal. Das kann man sogar schon so akzeptieren. Sehr cool. Oh Gott, ich müsste mal langsam Deutsch lernen. Wäre, glaube ich, gar nicht so nachteilhaft für mich. Und das ist man hier oben auf dem Marktplatz. Sehr cool. Hier kommt noch eine Hängebrücke hin übrigens. Das wird noch alles sehr schön aussehen. Das wird alles noch sehr schön am Ende. Und dann kommt ab hier. Kommt ja hier hoch. Da muss ich noch warten, bis Gras wächst. Man kann ja hier mit der 1.9 jetzt solche Dingsblöcke machen, ne? Solche Wegblöcke. Das sieht alles ganz hübsch aus dann. Also keine Ahnung, wie ihr das seht, aber ich finde es sehr cool. Aber die Fackeln müssen dafür ganz kurz weg. Also nicht alle, sondern nur halt ein paar, ne? Wie es sich anhört, ey, wenn man diese Wege macht. Oh Leute, stimmt, aber geht ja auch Durability kaputt, ne? Muss ich kurz eine neue Schaufel holen, hä? Hey. Dann laufe ich mal hier kurz zurück. Ich habe noch Zeit, das passt noch schnell in die Folge. Das ist no problem. Achso Leute, ganz wichtig, was ich noch sagen wollte. Guckt unbedingt bei Twitter vorbei, @oberzuglp und folgt mir dort. Falls ihr Fragen habt zu dem ganzen Projekt oder so, ich werde wahrscheinlich in den nächsten Folgen mal einen Hashtag ausdenken und dann könnt ihr mir wieder Fragen stellen, die ich dann in der Folge beantworte. Wahrscheinlich werden es nicht nur Folgen sein im Thema bezüglich von MC Donate, nicht MC, MC Disaster meine ich. Ich kann auch selbst durcheinander ein bisschen, sondern wahrscheinlich auch so allgemeine Fragen könnt ihr dann stellen. Also ja, es lohnt sich schon. Folgt mir auf Twitter und dann kriegt ihr alles wieder mit, ne? Dann verpasst ihr nichts. Da kündige ich übrigens auch meine Streams an und ja, da kriegt ihr auch mit, wenn ich YouTube-Videos hochlade. Müsst ihr nicht die ganze Zeit in der Abo-Box gucken. Ja,
Ist also ganz vorteilhaft. Sieht das so schön aus? Keine Ahnung. Es geht schon. Ich glaube, ich mache es bis hierhin erstmal. Weil da kommt die Pommesbude hin. Ich werde so eine Ofenkartoffelverteiler, also einfach so, dass jeder da Ofenkartoffeln abholen kann, machen. Das werde ich einfach die Pommesbude nennen und ja, da kann man dann wunderbar Essen abholen, wenn man keinen Bock hat, selber Essen zu farmen. Und ich glaube, dass... Nee, bei der U-Bahn mache ich das noch nicht. Bei der U-Bahn mache ich die Treppen erst in der nächsten Folge. Da weiß ich noch gar nicht, was ich für Treppen machen möchte. Und hier mache ich auch noch keinen Weg hin. Nee, nee. Das mache ich erst demnächst dann. Ich glaube, ich habe schon heute genug getan. Hier auf dem Server. Ja, sehr cool. Ich glaube, in den nächsten Streams oder so muss ich nochmal farmen gehen. Oder vielleicht auch off-stream. Wäre, glaube ich, mal gar nicht so eine schlechte Idee. Damit ich vielleicht noch mehr Dias finde. Noch mehr Dias habe. Und in den nächsten Streams sage ich dann auch an mit den... Mit meinem Haus. Mit meinem Grundstück. Also ich habe noch so viele Pläne hier auf dem Server. Erstmal Pommesbude, Grundstück verschönern, Haus anfangen, U-Bahn bauen und Marktplatz bauen. Das sind so die allerersten Pläne. Und was dann noch dazu kommt, keine Ahnung, aber das, selbst das wird bestimmt noch eine Ewigkeit dauern, bis ich das alles habe. So, ich nehme hier kurz, ganz kurz die Steine hier alle raus. Die sind auch gleich alle fertig. Zack. Come on, sehr gut. So, Erde tue ich mal in die Kiste rein. Und die Steine kommen dahin. Zack. Die Steinstufen, die passen nicht mehr rein. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Erde weg. Da brauchen wir jetzt gar nicht so viel davon. Vermute ich mal. Zack, machen wir so. Genau, das kommt hier hin. Schaufel dahin. Dann passen noch die Dinger rein. Kurz in der einen oder anderen Reihenfolge sortieren. Und dann passt es auch wieder. Sehr gut. Die Erde schmeiße ich gleich weg. Wenn ich mal Erde brauche zu Terraform oder so, werde ich noch genug haben. Ansonsten gehe ich halt farmen. Ist jetzt nicht so schlimm. Zack, weg damit. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch die Folge nochmal. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Wenn nicht, ein Dislike. Und begründet dann auch bitte, warum ein Dislike, warum es euch nicht gefallen hat, was ich besser machen kann. Ihr wisst ja, ich möchte mich auch verbessern, also, ja, ihr wisst schon den Quatsch, ne? Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, und so, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Twitter auschecken, netoberzuckerlp. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, im nächsten Stream oder irgendwann anders, keine Ahnung. Haut rein, macht's gut und ciao.